Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt, wie funktioniert denn so ein Scan bei Twinner? Ich habe heute ein Auto mitgebracht und möchte Ihnen die einzelnen Schritte vorstellen. Kommen Sie gerne mal mit. Los geht es beim netten Operator mit Abgabe des Schlüssels und der Fahrzeugpapiere. Dann können Sie erstmal entspannen. Der Twinner Space ist das Hightech-Herzstück der Station. Um den gesamten Innenraum des Fahrzeugs aufnehmen zu können, installiert der Operator eine 360-Grad-Kamera. Anschließend wird das Fahrzeug in den Scanner gefahren und dann kann es auch schon losgehen. Nach nur 2 bis 3 Minuten öffnet sich die Scannertür einen Spalt, damit der Operator alle Fahrzeugtüren, die Motorhaube und auch den Kofferraum öffnen kann, denn ab jetzt sieht man wirklich alles vom Fahrzeug. Während sich Ihr Auto im Scanner befindet, können Sie ganz entspannt in der Lounge ausruhen, einen Kaffee trinken, sich über die neueste Twinner-Technologie informieren oder auch mal an einem Flatscreen bereits vorhandene Scans von anderen Fahrzeugen durchklicken. Jetzt ist es soweit, der Scan ist beendet, das Auto kommt aus dem Scanner heraus, inklusive einer großen Lichtshow. Für mich ist dieser Moment spannend genug, um sofort mal ein Foto zu machen. Was ich auch klasse finde, ist die weiße Parkfläche da drüben. Dort stellen Partnerfirmen von Twinner immer wieder spannende Autos aus. Als nächstes untersucht ein Kfz-Sachverständiger das Auto nochmal gründlich. Die Kombination aus Fachexpertise und Maschine führt bei Twinner zu Resultaten, auf die man sich wirklich verlassen kann. Mensch und Maschine ergänzen sich bei Twinner also perfekt. Besonders spannend finde ich die Augmented Reality-Ecke. In dieser wird mir ein Tablet gereicht, auf welchem ich mein frisch gescanntes Auto sehen kann. Sobald ich um das Fahrzeug herumlaufe, kann ich auf dem Tablet erkennen, ob an dem Fahrzeug Schäden im Scanner erkannt wurden. Zum Schluss zeigt mir der Operator, wie mein Auto als 360-Grad-Modell aussieht. Das war's hier schon wieder. Ich habe super Bildmaterial vom Auto, kann das jetzt also relativ leicht verkaufen und hatte jede Menge Spaß. Sie hoffentlich auch. Dann auf nach Hause und bis bald.